Was kommt denn da runter? Willkommen wieder einen neuen. Hey, wir machen das echt. Wir haben das Spiel bald durch. Also wie gesagt, wir wollen alle Schreine haben. Wenn man alle Schreine hat, ist natürlich das richtige Ende, ja? Wenn wir das Spiel durchspielen, dann wollen wir schon das, in Anführungszeichen, richtige Ende haben. Uns interessiert aber da unten die Höhle. Und dann kommen wir nämlich da durch zu der. Dass da vorne nichts ist. Die Ahornhalbinsel, da war doch irgendwas. Gab's da nicht eine Quest mit Ramdas Schatz, bis so irgendwas drauf passiert auf so einer Halbinsel? Walnussschatz, Feuerstein, Bild der Berge, Ramdas Schatz, grimmige Gottheit, Investiku, da stehen zwei Zwillinge. Piratenmanuskript. Unter dem Schuppenkamm, welches über dem Meer von Nekluda. Nein. Danell, Akala, Firone. Meer von Ranel? Akala-Hochebene, Meer von Akala? Meer von Nekluda? Hier, das Schuppenkap. Da irgendwo soll der Schatz sein. Und irgendwo stehen in West Nekluda zwei Zwillinge. Die Berge. Und da haben wir den Höhleneingang. Eigentlich gar nicht so stark. Wildbären, nice. Sehr schön. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Ein Rostfröstling. Okay, es gibt von alles die Kombination. Den auch hier gefunden. Hier. Ich sag mal so, wenn es nicht questrelevant ist. Kann man da schon auf. Den müssen wir lassen. So.
Aber dann haben wir es zumindest mal fotografiert. Ich habe Leuchtsamen noch nicht fotografiert. Es, wenn wir so drauf kommen, was man alles noch nicht hat. So, aber die Höhle haben wir jetzt fertig. Weil wir den noch mitnehmen könnten. Ah, da ist noch ein Silberner eingefroren. Oh, ich habe keinen Bogen mehr. Hallo? Frostdinger, ja. Wow. Das ist ein Gegner. Das ist eine Truhe. Muss ein bisschen drauf schauen, was da alles ist. Ich glaube, den Schatz, der hier war, den haben wir schon geholt. Nee, Bumerang braucht man nicht. So cool Bumeränge auch sind, aber... Okay. Dann weiter mit uns. Eisflederbeißer. Ich sag's, irgendwann ist eine Quest. Fotografiere all das, zeig mir deine Fotokollektion. Ich bin ein Fotofan, zeig mir, was du hast. Und dann haben wir das alles. Dann haben wir das alles schon fotografiert. Genau, da drin ist der Schatz, den wir schon geholt haben. Königsbogen, nice. Das haben wir schon. Oh, wow. Wo kommen die alle denn her? Na gut, ein paar Bogenschüsse und die sind dran. Das ist schon mal ein Anfang. Hallo. Boah, ich muss jetzt wirklich wieder Dings sammeln. Teile. Langsam gehen sie mir aus. Was auch bedeutet, dass ich aufpassen muss, wenn ich mal wieder auf dem 55. Aha. Ja, es ist jetzt nicht so viel besser. Wir haben da noch ein paar lustige Kombinationen offen.
Wo schreit er denn? Okay. Ich glaube, das ist einer von den Stärkeren. Oder? Nope. Das war einer von den Schwächeren. Eine Donnerblume. Dem müssen wir auch aufpassen, die werden auch rar. Momentan gehen uns unsere Ressourcen aus. Nee, es braucht keiner. Ach, da geht's weiter. Schön. Gleich zu den Grog. Nice. Nehmen wir den schwächsten Bogen, weil das eigentlich der ist. Die Frage ist nur, wo geht's zum Schrein? Wir sind jetzt hier, aber auf die andere Seite müssen wir noch rüber. Irgendwo da hinten soll ein Schrein sein. Ich schätze mal, dass es da einen Höhleneingang geben wird. Ja. Oh, da vorne ist ein Grog. Und da ganz vorne ist irgendwas im Wasser. Und hier ist der Höhleneingang. Ja. Jetzt tu nicht so. Habe ich noch die Wasserlanze? Peter Mittelblock Hammerspeer. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Da ist ein bisschen was los unten, kann das sein? Oh, das ist noch im Wasser. Ich glaube, ich muss das Wasser erst ablassen. Zum Fighten kann ich doch einen Grausen nehmen, mein Gott. So. Das ist ja eigentlich eine Funkenfrucht. Okay. Moment, ich habe irgendwo Drohne. Du hast eine Aufgabe. Ja. Das wollte ich noch nicht machen. Ich wollte eigentlich den erwischen, aber okay. Ich hätte vielleicht da zuerst runterschauen sollen.
dass da nicht irgendwas im Wasser ist, was vielleicht wichtig gewesen wäre. Nee. Das ist nur eine Grube, ja? Das ist nur eine Grube. Da war nichts Relevantes drin. Hilft mir halt nichts, die Schilder sind halt alle schon so schwach. Weißt du, am Anfang haben wir halt voll das Problem gehabt, dass, oh, an der Minenka-Schrein, dass wir halt Waffen haben und Schilde haben, aber mittlerweile ist es ja gar kein Problem mehr. Ich weiß auch nicht, was sich so verändert, dass wir jetzt dieses Problem mit den ganzen Schilden und so nicht mehr haben. Sind wir wirklich besser geworden? Liegt es daran, dass wir jetzt die Gefährten haben? Hm. Kann ich echt nicht sagen. Okay, es ist kein Quest, kein Belohnungsschrein. Wechselwirkung. Ja, nice. Verstehe. Nicht cool, die Quest. Jetzt den runterkommen lassen. Und jetzt schicken wir den zurück. Das ist nice. Würde aber auch bedeuten, dass ich da hochkomme. Ich muss da irgendwie hochkommen. Wahrscheinlich nicht brauchen, was drin ist in der Truhe, aber ist okay. Nice. Mit der Welt war ein bisschen leichter. Ist auch mal gut, wenn es leichte Schreine gibt. Und nicht alle immer voll. Es ist keiner so richtig schwer, aber. Aber zumindest ist das. Ja, ich finde schon gut. Nice. 4, 8, 12, 16, 1 noch, dann haben wir 4 weitere Herzen. 1, 2, 3, 4. Nice. Oh, da hinten könnte man vielleicht auch hoch können. Aber dass da in der Bucht nichts ist. Die Bucht sieht doch. Ey, wir müssen darüber, ja. Weil die Bucht sieht halt einfach danach aus, dass da etwas ist. Ich schreibe ja danach.
Nice. Den hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, dass wir den auch noch brauchen in der Höhle. Ne, okay, Höhe. Gehen wir mal rüber zu der Bucht. Wie gesagt, aus meiner Sicht, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nicht etwas ist. Ich weiß noch nicht, was hier ist. Oder wie es hier ist. Aber irgendwas ist hier. Unten herrscht auch ein sehr, nennen wir es, interessanten Wellengang. Okay, ein Krog. Oha, und da kommt eine starke Strömung raus. Ich sehe allerdings noch keine richtige Möglichkeit. Da bräuchte halt irgendwo ein Gewicht. Lass mich mal nach oben schauen. Hier ist auch kein Felsen zu sehen. Mal hier rüber. Auch kein Felsen zu sehen. Dann gibt es nur noch eine Sache, die uns bleibt. Wir bauen uns ein Boot. So, dann haben wir auf dem Boot einen Windantrieb. Und natürlich eine Steuerung.
Dann habe ich noch eine zweite Idee. Okay, das Boot müssen wir sowieso noch ein bisschen... Vielleicht ist es noch nicht ganz so boothaft, wie es sein sollte. So, wie kann man das jetzt drehen? Wie ist denn das, wenn ich den ins Wasser lege? Ja. Geht doch. Weg damit. Aber was ist da drin? Ich hoffe, wir können keine zu starken Kurven fahren mit meinem Boot. Ja, wir schaffen es rein. Da ist ja auch ein Boot. Oha. Was ist denn hier passiert? Piraten, da hat einen Schatz vergraben. Nice. Ich muss gestehen, ich liebe Piraten-Stories, ja? Piraten waren schon immer so etwas... ja, Abenteuerliches. Oh, da geht's dann weiter. Ich warte ja mein Leben... Es kommt ja jetzt vielleicht ein Assassin's Creed... Black Flag Remake. Was ich ja sehr cool finde. Was ich auf alle Fälle auch spielen werde. Weil wenn ich so überlege, Black Flag schaut doch... hat damals ja gar nicht so schlecht ausgesehen, dass man da ein Remake machen muss. Aber... ich werde es auf alle Fälle spielen. Weil ich finde das Setting einfach mega. Tatsächlich ein Pirat. Das gibt's doch nicht. Wer bist du? Ach, auch so kalt, du bist meine Rettung. Ich stecke hier ziemlich in der Patsche. Hast du meine Flaschen... nö. Ich habe sie nicht gelesen, ich war zufällig hier. Die Flaschenpost war eine letzte verzweifelte Idee, aber sie hat anscheinend niemanden erreicht. Nachdem, was in Angelstadt passiert ist, konnten wir nicht mehr fischen. Ich bin aufs Meer rausgefahren, aber dann bin ich in einen Sturm gekommen und habe mich in diese Höhle geflüchtet. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Die Nachricht, die ich als letzte Hoffnung abgeschickt habe, hat also niemand gelesen. Ein Unglück nach dem anderen. Aber Moment, es ist doch jemand gekommen, das bedeutet, ich habe endlich wieder Glück. So muss es sein. Dann geht's bei dem Handel bestimmt auch bald wieder aufwärts. Das habe ich in der Höhle gefunden. Eigentlich wollte ich jetzt meinen Fund mit nach Hause nehmen, aber jetzt sollst du es haben. Oh, schön. Schön, dann geh zurück nach Angelstädt. Wir bauen da gerade auf. Verkaufsgespräch, okay, nice. Ey, ich habe nichts fotografiert noch. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe. Aber es fehlt noch was.
Über uns geht's weiter. Da ist irgendwo noch die Ding. Dann haben wir zumindest neuen Platz. Okay, vielleicht war er doch kein Pirat, ja? Nimm das zurück. Nicht alle Schiffsbrüchigen sind Piraten. Werden überfallen wollen und ausrauben. Ach, so gerne ein Pirat. Ja, da unten ist noch was in dieser Bucht. Also ich sehe da noch ein paar Sachen, die inspiziert gehören. Da gibt es eine Strömung. Seht ihr das? Geht ihr denn hin? Bis in einen anderen Strand rüber. Wow.